aus dem Bundestag heute mit Martin Burkert. Er ist der Bahnbeauftragte der SPD-Fraktion. Ihn bekümmert vieles und er arbeitet auch an vielen Dingen. Wir haben schon gehört, noch im Juni kommt es wahrscheinlich zu einem Beschluss, dass die Bremsen der Güterzüge leiser werden müssen. Wie heißt das so schön? Gibt es ein Fachwort dafür? Ja, man spricht von Flüsterbremsen. Ja, das ist vielleicht ein guter Begriff. Wenn das denn so wird, dann werden wir ihn daran erinnern, ja, in der übernächsten Sendung. Oder übernächsten Jahr vielleicht, wenn es 2 Jahre vorbei ist, dann gucken wir mal, was passiert ist. Ja. Aber ein anderes Problem ist ja noch virulenter und noch bedrohlicher. Die Brücken sind alle marode oder nahezu fast alle marode. Wie kann denn sowas passieren? Ja, die Deutsche Bahn ist 178 Jahre alt in diesem Jahr. Wir fahren zu größtenteils auch am Gleisnetz in diesem Alter und man muss schon bestaunen, die Baukunst in Deutschland. Von den 25.000 Eisenbahnbrücken sind 9.000 älter wie 100 Jahre, dass die sanierungsbedürftig werden, ausgetauscht werden müssen, das liegt auf der Hand. Und der Finanzierungsbedarf ist exorbitant. Die ersten Berechnungen sprechen von 700 Millionen Euro im Jahr, die wir aufbringen müssen, um die Brücken auszutauschen, aber auch instand zu halten. Das ist für den nächsten Minister, der den Verkehrsbereich hat, eine Mammutaufgabe. Wie kann denn sowas passieren? Da sind doch immer Bahnchefs, Techniker. Ich nehme an, da gibt es auch einen jährlichen TÜV, der sagt, pass auf, das geht so nicht. Beim nächsten Zug kollabiert die Brücke. Ja, das Eisenbahn. Habt ihr alle geschlafen in der Politik? Das Eisenbahnbundesamt stellt es fest, inwieweit Brücken natürlich befahrbar sind. Das Problem ist, dass dann langsam Fahrstellen kommen, dann befährt man halt die Brücke nur noch mit 30 Stundenkilometern, was wieder zu Fahrplanverzögerungen und Verspätungen letztendlich ja auch führt im Personenverkehr. Fakt ist, dass zu wenig Geld für die Bahninfrastruktur da ist, und zwar über alle Regierungen. Wenn man damals bei Gründung der Bahnreform denen gefolgt hätte, die die Berechnungen vorgelegt hätten, hätten wir 3 Milliarden Euro mehr ins System geben müssen, und zwar jährlich. Das wollte aber keiner, weil es nicht da war. Wir haben heute einen Finanzierungsbedarf von jetzt schon über 11 Milliarden Euro alleine für die Schiene. Und das zeigt auf, dass natürlich vieles am Geld liegt. 11 Milliarden, das kriegt doch auch die nächste Regierung nicht dafür aus. Da sind Sie doch genauso sicher wie ich. Ja gut, wir wollen den Verkehrsetat, die Investitionen, wenn wir Regierungsverantwortung bekommen, schon um 20% erhöhen, also auf 12 Milliarden Euro gehen. Das wird immer noch nicht ausreichen. Wir wollen die Lkw-Maut von über 5 Milliarden Euro wieder aufgeteilt wissen, dass eben nicht nur die Straße davon profitiert, sondern auch die Schiene und die Wasserstraße. Ich glaube, wir brauchen eine Umverteilung auch der Gelder. Und wir müssen priorisieren, genau schauen, für welche Maßnahme wird Geld ausgegeben, weg vom politischen Kalkül, weil da ein Landrat, ein Bürgermeister etwas haben will, sondern wirklich darauf schauen, was ist verkehrspolitisch notwendig. Das wird da eine Herausforderung auch fürs Parlament. Die CSU will ja die Privatmaut einführen oder die Maut für Privatautos. Ja. Für deutsche Nutzer Nullsummenspiel, aber die Ausländer sollen bezahlen. Würde denn von diesem Erlös, angenommen es würde durchgesetzt werden, würde von diesem Erlös, von diesen Mehreinnahmen etwas auf die Bahn überfließen? Ja gut, ich glaube nicht, dass es zu einer Pkw-Maut kommt. Man müsste das Steuersystem ändern. Man kann nicht eine Kfz-Steuer verlangen und eine Pkw-Maut einführen. Na, das will man ja dann abschaffen. Ja, da muss das System geändert werden. Mhm. Im Übrigen haben wir ja nur 5% ausländische Pkw auf deutschen Straßen. Aber wir sind Transitland. Auch darüber muss man akzeptieren. Und wenn wir heute all die Milliarden, die eingenommen werden aus dem Verkehrsbereich, auch vom deutschen Autofahrer, wieder in den Verkehr stecken würden, hätte man das Problem nicht. Wir nehmen 53 Milliarden Euro ein aus dem Bereich, geben aber nur einen Bruchteil für Verkehr wieder aus. Und deswegen ist die Hoffnung, dass da was für die Schiene abfällt, auch nur gering. Aber ich glaube nicht dran, dass die Pkw-Maut in den nächsten Jahren kommt. Ich bin ganz sicher, dass es funktionieren wird, ja, wenn Sie weiter ordentlich Druck machen. Wollten Sie mal Lokomotivführer werden? Mein Kindheitstraum war Kindergärtner. Aber ich habe Kindergärtner? Ich hatte ein Faible für die Bahn schon sehr früh, natürlich auch aus dem
Elternhaus. Mein Bruder ist dann auch zur Deutschen Bundesbahn gegangen. Mhm. Und ich habe viel gelernt. Ich habe noch den Elektrokannenführerschein gemacht. Ich war im Stellwerk, ich habe Fahrkarten verkauft. Ich habe die ersten Rangierloks, die man heute ferngesteuert fahren kann, mit bedienen dürfen. Also es ist schon unheimlich viel passiert. Und der Lokführer ist ein toller Beruf, der leider nicht so bezahlt wird wie der Pilot. Das wird oft verkannt. Man denkt immer. Aber sitzen hinten mehr Leute als im Flugzeug, ne? Ja, das ist eine große Aufgabe. Ich meine, der ICE hat so viel Technik, der könnte heute wahrscheinlich auf verschiedenen Strecken auch automatisch fahren. Aber es gibt auch Sicherheit, wenn da jemand vorne draufsteht. Und deswegen sind die Lokführer ein gutes, besonderes Eisenbahnerfolg. Haben wir denn genug davon? Haben wir überhaupt genug Fachkräfte, die zur Bahn wollen? Oder ist da ein Problem? Ja, ein Riesenproblem. Wir haben einen demografischen Wandel. Der trifft auch die Eisenbahn. Gerade in den Ballungszentren. Ich komme aus Bayern. In München kriegen Sie weder einen Ingenieur noch einen Lokführer, einen Zugbegleiter, jemand für eine Werkstatt. Es ist ganz schwierig. Die Deutsche Bahn AG stellt in den nächsten 10 Jahren 80.000 Menschen ein. Seit 1974, wo der Einstellungsstopp war, ist das die erste Maßnahme. Man reagiert drauf. Das ist ja pro Jahr 8.000. Ja. Also auf zur Bahn. Auf zur Bahn. Ja, die Zeit zur Bahn zu gehen insgesamt gilt ja nicht nur für die Deutsche Bahn, gilt ja für die Bahnen insgesamt. Und ich freue mich, dass die Bahn auch die Ausbildungszahlen wieder nach oben gefahren hat. Wir hatten einmal über 20.000 Auszubildende. Ich war freigestellter Hauptjugendvertreter, der über 20.000 Auszubildende vertreten hat. Damals noch in einer Behörde gegenüber Gohlke. Hemmjö Klein hat den rosa-roten Elefanten damals als erste Marketingmaßnahme gehabt. Heute haben wir 7.000. Also die Bahn weiß, dass man Nachwuchs braucht. Und man muss auch schauen, dass man auch in München so viel bezahlt, dass dort die Menschen leben können bei den immer höher ansteigenden Lebenshaltungskosten. Stuttgart 21 ist ein Neubauprojekt. Wird denn noch in Deutschland woanders ähnlich groß projektiert, geplant? Wo fehlt noch was? Wo muss man was verknüpfen? Aufbau Ost ist, glaube ich, abgeschlossen. Ja, was heißt abgeschlossen, ist ja nie. Es gibt ja immer die Pläne und man muss auch ausbauen, insbesondere im Güterverkehr. Es fehlt noch viel Fahrdraht in Deutschland, aber wir haben Fehmarn-Bält, die Querung nach Dänemark, die Hinterlandanbindung. Wir müssen aus den deutschen Nord- und Ostseehäfen, da kommen exorbitante Güterströme. Wilhelmshaven, erster deutscher Tiefseehafen, wir müssen das anbinden. Nutzt von, aber keiner so richtig. Von da, ja, aber vielleicht liegt es ja daran, dass die Bahnverbindung fehlt. Ja, also wir wissen heute ja nicht, wie wir die Warenströme der Zukunft aus den deutschen Nord- und Ostseehäfen durchs Land nach Südeuropa und Südosteuropa, Osteuropa transportieren. Ich kann mich hier aber erinnern, dass diese Pläne schon ziemlich alt sind, dass man da Containerstrecken baut von den Häfen. Das aber offensichtlich nicht passiert ist, weil Hamburg immer sagt, ja, wir waren vor kurzem, stört uns. Wir waren vor kurzem mit den Hamburger Speditionen, auch mit den Rädern zusammen. Wir müssen da etwas tun. Wir haben Nadelöhre in Deutschland, die müssen wir aufmachen, auch insbesondere für den Güterverkehr, wenn wir mehr Güter auf der Schiene haben wollen. Die Güterzüge sind heute länger von 700 Meter auf 850 Meter. Wir werden 1000 Meter lange Güterzüge haben, die auf bestimmten Strecken fahren. Und man glaubt es kaum, in der Erprobung ein 1500 Meter langer Güterzug mit 5 Lokomotiven. Also man versucht schon Alternativen, wie wir Güterströme bewältigen. Aber was wir dringend brauchen, ist der Lückenschluss oben. Der Fahrdraht, der fehlt zwischen Regensburg und Hof, dass man den Güterzug umspannen muss. Auf Sie sagen Insel. Immer Fahrdraht. Das ist, Strom. Der Strom. Wieso fehlt der, wenn ich weiß, dass ich einen Elektrozug habe? Wie kann es denn sein, dass da so eine Baulücke ist? Ja, wir haben Sie merken, ein totaler Laie fragt, weil es mich einfach wundert. Und ich glaube, den meisten wundert das auch. Viele im ländlichen Raum kennen das sehr gut, dass da Dieseltriebzüge fahren, weil eben keine Elektrizität vorhanden ist. Und wir müssen in Deutschland zu mehr Elektrifizierung kommen, damit wir Elektrolokomotiven einsetzen können. Und das gilt auch für den Güterverkehr. Es ist, was kostet wieder?
kostet zwischen Regensburg und Hof, kostet so eine Maßnahme 260 Millionen Euro. Und für ganz Deutschland? Meine Heimatstadt Nürnberg-Marktredwitz 340 Millionen. Und wenn wir das in Deutschland anfangen, da sind wir schnell im Milliardenbereich ohne Probleme. Wir müssen schauen, wo ist es dringend notwendig. Dann müssen wir es priorisieren. Welche Maßnahme machen wir zuerst? Und ich bin einmal froh, wenn das letzte Projekt der deutschen Einheit auf der Schiene abgeschlossen wird. Also doch noch nicht abgeschlossen, München, wie ich Berlin, gesagt habe. Zwischen Nürnberg und Erfurt, wenn man von München nach Berlin auf der Schiene in 4 Stunden fährt, dann wird auf dieser Strecke das Flugzeug echt Konkurrenz bekommen. Die Bahn ist umweltfreundlicher und wir hoffen und tun alles dafür, dass wir am Zeitplan bleiben, dass 2017 dann durchgefahren werden kann bis runter nach Italien. Die Strecke geht ja bis nach Verona. Tolle Verbindung. Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind genauso wichtig wie der Regionalverkehr. Das heißt, Hamburg, Berlin hat es ja schon funktioniert. Da gibt es, glaube ich, gar keine Flugverbindung mehr. Ja, da lohnt es sich nicht mehr. Nürnberg, Frankfurt, Nürnberg, München in einer Stunde. Aber dann erklären Sie mir mal, warum München, Berlin nicht fertig ist. 24 Jahre danach. Weil es eine Riesenmaßnahme ist. Alleine das Teilstück jetzt zwischen Nürnberg und Erfurt kostet uns über 5 Milliarden Euro. Es wird ein Güterzugtunnel gebaut mit 340 Millionen. Es ist sehr kleinteilig, diese Verfahren. Jeder hat es die Möglichkeit auch zu klagen, wenn es um Grundstücke geht. Wir wollen ja in Deutschland auch nicht das Enteignungsverfahren anwenden. Wenn geplant wird, muss so geplant werden, dass es eine hohe Qualität gibt. Die haben wir in Deutschland. Wir haben hervorragende Baumeister. Und wir müssen das Geld zur Verfügung stellen. Das ja, Geld dafür sind Sie da, als Bahnbeauftragter der SPD-Fraktion. So ist es. Damit wir München, Berlin 4 Stunden dann, nicht? Ja. 4 Stunden. Spitze. Heute fahren wir ja schon Leipzig, Berlin in einer Stunde. Ja, aber da fehlt was noch bis nach Berlin. Nürnberg, München in einer Stunde und München, Berlin in 4 Stunden. Ja. Die ganze Welt schaut, was wir da machen. Machen Sie mal Druck, Herr Bahnbeauftragter, nicht, damit das wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, Martin Burkhardt, Bahnbeauftragter der SPD-Fraktion und wieder im nächsten Bundestag dabei, hoffe ich. So die Wählerinnen und Wähler wollen es. Genau. Ich strebe es an. Ja, genau. Alles Gute für den Wahlkampf und ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jeden Montagabend 20:15 aus dem Bundestag. Ab Juli heißt dann diese Sendung. Ja. Wahl 13, denn dann gehen wir in den Wahlkampf. Die Bundestagssitzungen sind dann vorüber, wenn es nicht noch eine Sondersitzung im September gibt. Gibt es. 2. 3. September ist gebucht. Also, erstmal dann dazwischen eine Pause und für heute Abend, tschüss.